Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex wieder und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Wir kommen wieder zu einem weiteren Preisanalyse-Video, wo ich euch zeige, wie sich die Preise entwickelt haben in der Vergangenheit von den Deals, die ich euch zur Verfügung gestellt habe. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Freunde, wie angesprochen, schauen wir uns mal die Preisentwicklung an der vergangenen Deals, die ich mit euch geteilt habe und schauen, ob es sich gelohnt hat zu kaufen, um diese gewinnbringend weiter zu verkaufen. Die Leute, die hier schon länger auf diesem Kanal dabei sind, wissen, wovon die Rede ist. Falls du aber neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls du genau solche Deals bekommen möchtest, wo du günstig kaufen kannst und diese gewinnbringend auf Marktplätzen verkaufst, dann findest du alle Informationen unten in der Beschreibung. Dazu kannst du dich anmelden, kostenlos, komplett unverbindlich und bekommst diese Informationen und diese Deals von mir direkt per WhatsApp auf dein Handy oder auch über eine Telegram-Gruppe, falls du das lieber nutzen möchtest. Ja, Freunde, dann lass uns mal einen Blick drauf werfen, welche Deals das denn in der Vergangenheit waren. Und ich muss zugeben, in letzter Zeit war gar nicht so viel mit Deals, die gewinnbringend zu kaufen gewesen sind. Denn ich veröffentliche nicht jeden Deal, der einfach nur 2-3 Euro günstiger ist, sondern schon, wo eine große Preisrelation zum Markt ist, um da Gewinne mitnehmen zu können. Denn 2-3 Euro werden einem nicht wirklich bringen, es sei denn, man möchte diesen Artikel privat für sich kaufen und diese Angebote veröffentliche ich so in diesen Gruppen, in diesen Newslettern nicht. Falls du aber Interesse hast, auch an anderen Deals, dann gib mir einen Kommentar dazu unten ab, dann werde ich notfalls auch eine andere Gruppe erstellen, wo ganz, ganz viele Deals kommen werden, dann dementsprechend, wo ja, privat quasi ein sehr guter Rabatt zu bekommen ist, aber halt nicht für das Weiterverkaufen. Denn fürs Weiterverkaufen braucht man schon einen größeren Preisunterschied, um hier die Verkaufsprovisionen und Versandkosten mitkalkulieren zu können. Und lass uns einfach mal direkt mit dem ersten Deal anfangen. Und zwar ist das hier die WMF Wasserkaraffe, die ich ja schon öfters für euch gezeigt habe, die sehr günstig zu bekommen war, immer wieder. Und wir sehen hier, hier war sie mal für 15 Euro, dann war sie hier mal für 15,90 Euro. Das letzte Mal habe ich sie für 16,31 Euro mit euch geteilt und da hätte man natürlich sehr gut zuschlagen können. Sie ging auf 15,90 Euro, dann ging sie wieder hoch auf knapp 50 Euro und jetzt bietet sie eine an für 58,46, zumindest bei Amazon. Wir schauen mal an, wie das Ganze denn aussieht hier bei eBay und ich habe das schon mal nachgeschlagen. Ihr seht es hier auch hier für knapp 50 Euro, hier einer für 39,99, also ab 40 Euro und wenn man das Ganze hier für 15,90 Euro bekommen hat, hat man hier sicherlich einen guten Gewinn machen können. Also meine Einschätzung, ein möglicher Reseller-Gewinn von 10, vielleicht 15 oder mehr Euro wäre hier drin gewesen. Wir können abwarten, vielleicht kommt das mal wieder, aber sonst derzeit sieht das nicht danach aus. Also zumindest hat das Amazon nur für diesen Preis angeboten. Private Händler bzw. gewerbliche andere Händler bieten das gerade anders an. So. Kommen wir zum nächsten Deal und zwar war das hier so eine Rocket-Maus und zwar bei Mediamarkt. Ja, Mediamarkt macht auch ab und zu sehr gute Deals und hier in dem Falle gab es diese Maus für ja, 43,99 Euro plus 2,99 Euro Versand, es sei denn man hätte mehr bestellt oder man hätte, ja ab 2 Stück hätte man sich die Versandkosten schon sparen können oder man hätte das auch im Markt abholen können, so entfallen die Versandkosten auch. So, wir sehen hier also für 43,99 veröffentlicht, für 49 stand jetzt steht der Preis. Eine UVP von 79,99 Euro hat diese Maus, in Schwarz gibt es diese komischerweise auch für 79,99 Euro, nur in Weiß. Scheinbar ist das vielleicht nicht so beliebt, in Weiß die zu haben, ist der Preis noch recht niedrig, wenn man das zur Relation stellt zu 43,99, wie ich das mit euch geteilt habe. Wir gucken einfach mal, wie das Ganze bei Amazon angeboten wird. Und diese Maus wird hier für 49 Euro auch angeboten. Warum?
weil Amazon und andere große Online-Shops wie zum Beispiel Mediamarkt oder Saturn oder andere, ja, wenn die einen guten Preis haben, da zieht Amazon generell immer mit. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Preis seht, könnt ihr sicher sein für ein beliebtes Produkt, dass der Preis bei Amazon der gleiche sein wird oder vielleicht auch niedriger. Aber in der Regel ist es der gleiche. Und hier bei Amazon haben wir hier die Möglichkeit, auch mal einfach zu schauen, wie sich die Preise in der Vergangenheit entwickelt haben. Falls du wissen möchtest, welches Tool ich hierzu nutze, kannst du dir gerne oben in der Infobox anschauen. Dazu habe ich schon bereits ein Video gemacht, wie du das Ganze auch installieren kannst und das Ganze auch tracken kannst. Und wir sehen hier auf die Vergangenheit und zwar eingestellt auf ein Jahr, sehen wir hier, dass diese Maus generell hier bei knapp 70 Euro immer gewesen ist und jetzt in letzter Zeit einfach nur ein bisschen abgesackt ist. Ich vermute mal, diese Maus wird auch wieder hochgehen, weil es gibt sie jetzt über 2 Jahre auf dem Markt und generell steigen die Preise für solche Produkte. Es sei denn, da kommt was ganz speziell Neues und dementsprechend wird das vielleicht nicht mehr so populär sein. Aber in der Regel bleiben die Preise auch dafür stabil. Deshalb, Stand jetzt ist es noch niedrig, also Stand jetzt kann man damit keinen Gewinn machen. Wenn man es aber für ja, knapp 70 Euro verkaufen könnte, dann wäre ein Gewinn von 10 bis 15 Euro vielleicht drin. Dementsprechend, auch das war ein gutes Angebot. Hier muss man sich ein bisschen nur gedulden. So, genau, die Maus habe ich hier auch bei eBay einmal eingegeben. Auch hier haben wir immer Preise bei knapp 70 Euro. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Amazon und Mediamarkt hier wieder irgendwann das Ganze nach oben korrigieren werden. So, dann kommen wir zum nächsten Produkt, was ich geteilt habe. Das ist ein Rasierer hier von Panasonic. Und hier haben wir das Ganze gehabt aus. Ja, aus Amazon UK, also Großbritannien, haben wir hier die Möglichkeit gehabt, das Ganze sehr günstig zu bekommen. Wir haben hier das Ganze in 89,99 Pfund hat das Ganze gekostet. Wenn man das in Euro umkalkuliert, dann ist man ungefähr bei ja, 18 Euro. Wenn man das Ganze umsatzsteuerfrei gekauft hätte, dann wäre man hier bei 99,67 Euro und dementsprechend ein sehr, sehr guter Preis für diesen Rasierer von Panasonic. Denn wir können das Ganze einfach mal anschauen, wie das Ganze hier bei Amazon.de angeboten wird und wir sehen hier einen Preis von knapp 190 Euro. Auch hier hatten wir einen kurzen Absacker auf 107 Euro. Und dann ist das Ganze nach oben gegangen. Also rein theoretisch hätte man das hier auch in Deutschland kaufen können und dann jetzt stand jetzt das recht teuer auch weiterverkaufen können. Ihr müsst hier immer bedenken bei der ausländischen Seite, dass ihr hier eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer einfügen müsst, um diese steuerfrei einzukaufen zu können. Ja? In der Regel hier, weil ja, Großbritannien nicht mehr zu der EU gehört, kann es auch sogar sein, dass hier noch Zölle dazukommen. Darauf müsstet ihr natürlich achten. Ich schreibe immer bei sowas alles dazu, immer in der Angebotsbeschreibung, um da auf jeden Fall auf Nummer sicher zu sein. So, aber rein theoretisch hätte man das auch hier kaufen können und dann jetzt hier weiterverkaufen für 100, knapp 190 Euro. Wir gucken das Ganze auch hier uns mal bei eBay an. Auch hier sehen wir, dieser Rasierer wird hier für ab knapp 160 Euro angeboten und einer bietet sogar ab 200 Euro an. Ich vermute mal, das sind genau die Käufer gewesen. Also falls ihr hier zugeschlagen habt, dann gerne unten einen Kommentar hinterlassen, ob ihr schon Gewinn bringt, was weiterverkaufen konntet. Aber wir sehen es hier, neues Angebot bedeutet, dass genau hier zu diesen Schnäppchen gekauft wurde und jetzt quasi ja knapp 60 Euro mehr dafür verlangt wird. Und dann kann man natürlich auch Gewinne mitnehmen. Und zwar habe ich hier das Ganze bewertet mit möglicher Resellergewinn von 30 bis 40 Euro sogar. Kommt auf den Marktplatz an, aber man sieht, hier ist nicht so viel los, zumindest nicht bei eBay. eBay Kleinanzeigen ist dann nochmal wieder was anderes. Da kann sowas natürlich sich nochmal mehr lohnen, weil man da keine Verkaufsprovision hat. Kommen wir zum nächsten Produkt und zwar haben wir hier ein Samsung Galaxy Tab S7. Auch diesen gab es recht günstig bei Amazon Spanien, ja. Wir gucken uns mal die Preisentwicklung an. Also am 5. Februar ging das los. Nee, tatsächlich sogar schon am 3. Februar bis zum 6. Februar
haben wir hier für 499 dieses Tab bekommen können. Es ist die kleine Variante natürlich, also dieses S7, nicht S7 Plus, dann mit dem kleineren Arbeitsspeicher und Wi-Fi, also keine 4G oder 5G Variante. Und das gab es hier in der Farbe Blau und Schwarz. Ich habe da sogar einen Screenshot beigefügt, wo ihr sehen konntet, dass man das genau zu diesen Preisen kaufen konnte. Auch hier ist das genau das gleiche Thema mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Wenn ihr diese in eurem Amazon-Account hinterlegt habt, dann könnt ihr das Ganze auch hier umsatzsteuerfrei einkaufen. Man hätte es halt für 417 Euro netto bekommen können, wenn man die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingefügt hätte. Und dann dementsprechend hier auch gewinnbringend weiterverkaufen können. Denn dieses Produkt kostete in dem gleichen Augenblick bei Amazon.de für, ja, was habe ich hier geschrieben, für 689 Euro. Und auch bei eBay habe ich das Ganze eingegeben. Wir sehen hier, wir haben jetzt einige Angebote hier dazu neu bekommen. Hier 488, es ist eine FE-Version, also heißt, das ist so eine abgespeckte Lite-Version. Darauf solltet ihr nicht drauf gucken, sondern dieses hier, S728 GB Wi-Fi. Genau das ist das hier, haben wir für knapp 600 derzeit. Dann geht das weiter hier mit Gebrauchten, auch hier ist eine FE. Also knapp 600 Euro wird das Tablet gehandelt. Dementsprechend, wenn man hier für 500 gekauft hat, hat man hier einen Puffer von 100 Euro. Und wenn man dann das Ganze hier einfach alles abzieht, ist ein möglicher Resellergewinn von 50 bis 80 Euro drin gewesen. Also recht profitabel. Wir sehen hier auch bei Amazon Stand jetzt gibt es nur noch ein Produkt auf Lager. Und der nächste Preis, ja, den gibt es nur gebraucht, sehe ich hier. Also falls man das hier online verkaufen kann. Ich meine, Samsung Tablet konnte man bei Amazon nicht einstellen als Händler. Dafür braucht man eine Berechtigung. Aber bei eBay allemal kann man das verkaufen. Und ihr seht es hier, hier sind ja einige Angebote drin. So, und dann kommen wir schon zum letzten Angebot. Das war eine Fossil-Uhr und zwar so eine Herrenuhr in Schwarz. Ein bisschen Military Style, so eine schöne Uhr. Ich weiß, aus der Vergangenheit habe ich auch einige Uhren verkauft und solche Uhren laufen recht gut. Das sind Klassiker, die immer wieder gerne gekauft werden. Für welchen Preis gab es diese Uhr? Für 65,48 und meiner Meinung nach war das der beste Preis. Ihr seht es hier, 6. Februar, dann gab es immer mal wieder diesen Preis, ging hoch und runter, dann war das bei 130 Euro und Stand jetzt wird das von Amazon für 94,50 Euro angeboten. Ihr seht es hier, Amazon verkauft es und versendet es, wobei auch hier nur noch eins auf Lager ist. Deshalb wird es schnell weg sein und dann gibt es diesen Preis nicht mehr. Ihr könnt diese Uhr auch bei Amazon nicht verkaufen, sondern könnt diese auch nur bei eBay verkaufen. Und bei eBay sehe ich hier, gab es andere Preisvergleiche. Stand jetzt sind hier einige dazugekommen. Scheinbar haben hier auch welche zugeschlagen. Und wir sehen hier, ab 99 Euro ist das Ganze möglich. Wobei hier muss man schauen, ob es ein Privatanbieter ist. Denn ich kalkuliere die Preise immer mit den Händlern, also gewerblichen Händlern. Deshalb geht das hier, das Ganze, denke ich mal, so ab 110 Euro los. Und ja, möglicher Resellergewinn wäre hier zwischen 20 bis 30 Euro, vielleicht sogar mehr, kommt darauf an, wie der Markt sich entwickelt. Auch hier hat sich es definitiv gelohnt zu kaufen. Denn wir können mal die ganze Vergangenheit anschauen, und zwar 3029 Tage zurückschauen. Und wir sehen hier, Stand jetzt war das bei Amazon der absolute Bestpreis. Ja? Und dann hat sich es dementsprechend gelohnt. Ja, das war's zu den Deals, die in der Vergangenheit waren. Falls du, wie gesagt, genau solche Deals bekommen möchtest, dann findest du alle Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Melde dich dazu an, komplett kostenlos und unverbindlich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Kaufen und Verkaufen. Falls noch nicht geschehen, abonniere gerne auch diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.